Willkommen zu einer weiteren Folge Fallout 4. Wir gehen jetzt Hochleistungsmagneten sammeln. Wo sammle ich die? Finde einen Hochleistungsmagneten im Memorial Hospital. Kein Problem. Mal schauen, ob es da was gibt. Was Schönes für mich. Ich freue mich, ein paar Leute umzunieten. Hoffentlich kann ich den Roboter steuern. Das wäre doch mal was Geiles, oder? Wenn du im Roboter bist und bam, bam. Aber hundertprozentig nicht. Ah, Loser. Stirb. Ja, bevor ich sterbe. Dreckiger Supermutant. Dreckiger Müllbot, Alter. So, ich habe Munition gefunden, gerade 30 Stück. Ach so, weil ich das gleich geskillt habe. Du bist für deine Feinde viel schwerer zu entdecken, wenn du schleichst oder dich nicht bewegst. Was bringt das? Um 10% reduzierte Aktionspunkte. Scheiß auf die 10%. Noch ein paar Mal, dann werde ich unsichtbar, wenn ich das aktiviere. Da liegt immer der Hund noch, oder? Ja. Ich glaube, in dem Krankenhaus war ich doch erst letztens. Ich wette, ich muss in den OP-Raum. Ja. Oh, scheiße, wenn ich mich nicht bewege, werde ich unsichtbar. Geil. Jemand da? Nö. Keine Sicht auf das Ziel. So machen wir das in der Bruderschaft. Kleines Baby, Angst. Was ist denn da? Ist echt cool mit unsichtbar werden. Und weg. Ich hab was gehört. Ich
Ja, den OP-Raum, den kenne ich doch auswendig. Vergiss es, sie sind weg. Sehr gut. Hochleistungsmagnet, jawohl. Ja. Wo du denn? Ha? Ich dich finden, dich umbringen. Sieh nach Virgil. Das gefällt mir auch. Das wär's. Na. Ciao. Den einen oder die zwei lasse ich leben. Ausnahmsweise mal. Dann schauen wir mal nach Virgil. Was der Dude ist am Doom. So, Virgil. Da ist Virgils Höhle. Jawohl. Der freut sich sicher, wenn ich ihn besuche. Hoffentlich ist er ein Mensch. Oder er ist böse geworden und durchgedreht und ich baller ihn ab. Rein da. Jetzt tue ich mal speichern. Aha, er ist Mensch. Willkommen zurück. Es sind noch Verbesserungen nötig, aber ich glaube, mein Serum war ein voller Erfolg. Unglaublich. Das ist unglaublich. Das ist ein bedeutender erster Schritt. Es kuriert trotzdem nur einen FIV-Stamm. Es wird Jahre, vielleicht Jahrzehnte dauern, meine Formel entsprechend anzupassen. Trotzdem gilt dir mein Dank. Du kannst gerne das Labor benutzen oder was von diesem Schrott nehmen, wenn du möchtest. Ich muss noch einige Experimente durchführen. Entschuldige mich. Ich kann jetzt Sachen mitnehmen, jawohl. Danke. So gut. Hoffentlich gibt's hier was Nützliches. Wir sind ein paar andere Sachen. Schau mal. Okay, schön gekocht hier. Tut mir leid, ich bin gerade ziemlich beschäftigt. Okay. Naja, schön, dass ich dir geholfen habe.
So. Das wäre doch cool, wenn ich Strong heilen könnte, oder? Wenn Strong ein Mensch werden würde. Das wäre auch cool, wenn ich so aussehen würde wie der. Da wäre ich voll der Coole. Wie der aussieht. Schon nicht schlecht, schon nicht schlecht. Wir kriegen zu viel Strahlung ab. Wir müssen hier raus. Okay. Kriegt zwar gerade gar keine Strahlung ab, aber okay. Spezial. Was brauche ich dazu? Hochleistungsmagnet habe ich 9. Fertig. Das wird mein Kumpel wieder lieben gleich. Dr. Ingram. Das wären alle 4 Aktuatoren. Gebaut und bereit. Gute Arbeit. Genau zur rechten Zeit. Ich habe die Arbeit an den grundlegenden Systemen beendet und Prime ist startklar. Es wird sogar langsam schwierig, dem System zu erklären, weshalb es sich nicht bewegen kann. Sobald meine Gelehrten die Aktuatoren eingebaut haben, können wir die Arme und Beine anbringen. Was mich zu deiner nächsten Aufgabe bringt. Es wird nicht mehr lange dauern, bis Prime sprechen und sich bewegen kann. Aber es fehlt noch ein wichtiges Element. Seine Atomwaffen. Ohne sie sind seine Offensivfähigkeiten nicht vollständig. Primes Waffen? Woraus besteht Primes Bewaffnung? Prime hat 2 Waffensysteme. Seinen Augenlaser und seinen Atomwaffenrucksack. Der Augenlaser kann feindliche Ziele über mehrere hundert Meter hinweg treffen und ausschalten. Seine Atomwaffen waren angepasste Mark 28 Atombomben. Die haben sie während des Kriegs mit Flugzeugen abgeworfen. Eine dieser Bomben hat die Sprengkraft von 3 oder 4 Fatman-Granaten. Kurz gesagt, was immer davon getroffen wird, steht nicht wieder auf. Sein Augenlaser ist fast einsatzbereit, aber ohne Atomwaffen für seinen Rucksack halbiert sich seine Kampfkraft. Kein Problem. Sollte kein Problem sein. Sag mir einfach, wo sie sind. Ich wünschte, ich könnte. Primes Bombenrucksack ist auf Mark 28 Atombomben ausgelegt. Das sind die Bomben, die während des Großen Kriegs aus Flugzeugen abgeworfen wurden. Im Commonwealth befanden sich mehrere Basen der Luftwaffe. Daher waren wir davon ausgegangen, dass wir problemlos genug Bomben finden würden. Aber seit unserer Ankunft haben unsere Späherteams nicht eine Bombe gefunden. Das wird ein Problem sein. Ohne Atomwaffenrucksack wird Prime nicht die nötige Feuerkraft haben, um gegen das Institut zu bestehen. Atomwaffen bauen? Kann ich die Atomwaffen nicht bauen? Genau wie die Akkuatoren? Ich könnte dir tausende von Hülsen bauen. Aber wir haben nichts, um sie zu befüllen. Die Mark 28 haben einen speziellen Sprengkopf, für den eine bestimmte Mischung von spaltbaren Materialien erforderlich ist, damit er funktioniert. Anders gesagt, ich würde dir liebend gern einen Cocktail mixen, aber ich habe keinen Alkohol mehr. Bevor du aber jetzt die Hoffnung aufgibst, eine Möglichkeit gibt es. Proctor Quinlan hat Aufzeichnungen entdeckt, in denen von einer Militärbasis die Rede ist, in der Atomwaffen gelagert wurden. Wir sind relativ sicher, dass da auch ein paar Mark 28 dabei waren. Das Problem ist nur, dass sich die Basis irgendwo im leuchtenden Meer befindet. Relativ sicher? Was meinst du genau damit? Sind sie da oder nicht? Das leuchtende Meer ist so stark verstrahlt, dass wir Echos und falsche positive Daten empfangen. Wir müssen hier wohl oder übel auf die Aufzeichnungen vertrauen. Gelehrte Halen hat einen Kommunikationspunkt am Rand des leuchtenden Meers eingerichtet. Ich schlage vor, dass du dich zuerst zu ihr begibst, um ein Meldungsprotokoll zu vereinbaren, damit die Atomwaffen per Lufttransport abgeholt werden können, wenn du sie gefunden hast. Bis du zurück bist, haben wir die Arbeit an Prime hoffentlich beendet und du kannst ihm Hallo sagen. Viel Glück, Ritter. Okay.
Dann hole ich mal meine Powerrüstung raus. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Es hat einfach kein Ende. Schon wieder ins leuchtende Meer. Wo ist meine Paulus? Da ist sie. Zeig unserem Gespräch. Schau uns an hier im Sanctuary. Bereit für die Zukunft. Lass uns erst die Rache schwanken. Dance hat das gefallen. Wenn es ihm jedes Mal gefällt, wenn ich da reingehe, wird er mich gleich lieben. Hallo, schau mal. Aber meine Powerrüstung ist schon geil als Vergleich zu deiner, oder, Kollege? Muss ich noch zu der Gelehrten hinlatschen. Mann, Mann, Mann. Atombombenwaffen. Aber wir wollen ins Institut vordringen, wenn es irgendwo 3000 Kilometer unter der Erde ist. Mein Geigerzähler tickt wie wild. Passt deine auch? Passt. Dam, dam, dam. Schön, dich wiederzusehen, Ritter. Du hast es ziemlich weit gebracht, seit du damals zum Polizeirevier Cambridge gekommen bist. Warte! Was war da? Hier, hier bei mir! Dumme Fliege, du. Kann ich die Ausrüstung, die du brauchst, Ritter? Die Befreiung des Commonwealth ist eine gewaltige Bürde, aber wir werden es schaffen. Entschuldigung, gelehrte Halen. Schön, dich wiederzusehen, Ritter. Du hast es ziemlich weit gebracht, seit du damals zum Polizeirevier Cambridge gekommen bist. Danke, Halen. Danke, Halen. Ich hoffe, der Laden läuft noch. Wir tun unser Bestes. Die Synths haben uns gelegentlich angegriffen, aber bisher konnten wir sie immer zurückschlagen. Dank der Verstärkung und der Luftunterstützung ist die Basis ziemlich sicher, würde ich sagen. Sie ist in guten Händen. Das überrascht mich gar nicht. Immerhin ist sie in guten Händen. Ich weiß das zu schätzen. Wie dem auch sei, ich weiß, dass du keine Zeit für Smalltalk hast. Also machen wir uns an die Arbeit. Ich habe die Männer die nötige Ausrüstung aufbauen lassen, um deine Position zu bestimmen, wenn du die Bomben gefunden hast. Wir haben diesen Notrufsender so angepasst, dass er auf einer bestimmten Frequenz sendet, die wir überwachen. Wenn du die Bomben gefunden hast, dann platziere dort einfach den Sender, den Rest erledigen wir. Danach solltest du vermutlich zu Proctor Ingram zurückkehren und ihr Bericht erstatten. Okay. Klingt nicht. Hoffentlich funktioniert das. Ich hoffe, dein Plan funktioniert. Ich weiß, dass du schon mal im leuchtenden Meer warst. Aber denk daran, den Geigerzähler im Auge zu behalten, okay? Ansonsten wird dich die Strahlung von innen heraus braten. Viel Glück, Ritter. Vielleicht komme ich hier als Ghoul zurück. Ha. Zum Glück war ich da schon mal. Ist aber nichts von mir sicher. Ich glaube, das ist eine Anlage zur Bombenbeseitigung. Was ist eigentlich, wenn man keinen Fusionskern mehr hat in der Rüstung? Bleibt man da einfach irgendwo drin stehen, so beim Laufen? Und vorbei.
Offenbar ist es nicht nur eine Lagerstätte für Bomben, sondern auch ein Schlüsselloch. Nach oben. Lol. Zieh runter. So. Jawohl. Ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Dam, dam, dam. Aber zum Glück sind die alle schon tot. Wer war das nur? War das etwa ich? Das nennt man vorausschauend spielen. Vielleicht muss ich doch auf die andere Seite, hier runter. Jawohl. Nenne den Grund für deine Anwesenheit. Du wandelst auf Atoms geheiligtem Boden. Atom? Wer ist Atom? Atom ist alles. Wer ist Atom? Er ist der Bringer des Lichts, der große Spalter. Er ist die unendlichen Welten in uns allen. Ich will nur die Atombomben. Sag mir einfach, wo die Atombomben sind. Deine Worte verraten deine Absichten. Du siehst sie nicht als die heiligen Reliquien, die sie sind. Gaben des Atoms, die beschützt werden müssen. Die Kinder des Atoms haben geschworen, diesen Ort bis zur großen Spaltung zu bewachen. Niemand darf ihn betreten. Große Spaltung? Was ist die große Spaltung? Eines Tages wird Atom zurückkehren und seine Berührung wird der Erde die große Spaltung bringen. Sein Leuchten wird sich verbreiten, es wird alles erhellen und unzählige Welten aus uns gebären. Das ist sinnlos. Mit dir zu reden ist völlig sinnlos. All deine erbärmlichen Taten werden sinnlos sein, wenn Atom zurückkehrt und die große Spaltung diese Welt und alles in ihr säubert. Du wirst diesen Ort verlassen oder du bekommst Atoms Zorn zu spüren. Verzeih mir. Verzeih mir. Ich will Buße tun und strebe nach der Weisheit von Atom. Dir sei vergeben. Nimm das und mach dich bereit, sein Heiligtum zu betreten. Folge dem Leuchten. Es wird dich zu den Reliquien führen. Möge Atoms Glanz deine Seele wärmen. Der ist ja dumm. Atoms Zorn. Türfernsteuerung. Tür öffnen. Möge Atom dich leiten, Bruder. Hier spricht Captain Mitch Dunleavy, 132. Pionierkorps am Wächterplatz Prescott. Sämtliche Kommunikationswege sind unterbrochen. Und wir haben mehrere Feindannäherungen auf dem Radar. Wenn das eine Übung ist, brauchen wir umgehend Bestätigung. Machen wir es auch.
Was? Aktiviere. Platzieren, jawohl. Paladin. Jetzt, da dieser Ort gesichert ist, solltest du sofort zum Flughafen zurückkehren. Ich bleibe, bis die Vertibirds kommen. Ist das notwendig? Ist das wirklich nötig? Absolut. Die Befehle von Ältester Maxon waren eindeutig. Ich soll die Bomben nicht aus den Augen lassen, bis sie gezählt, getestet und verladen sind. Wenn Liberty Prime mit maximaler Kampfkraft zur Verfügung stehen soll, dürfen wir es nicht riskieren, diesen Vorrat hier zu verlieren. Wegtreten, Ritter. Leck mich, Trottel. Nein! Dann packe ich meine Rüstung jetzt da. Oder ich gehe mal mit Rüstung zu dir. Vielleicht erreiche ich Level 80 jetzt. Das würde mich freuen, wenn ich jetzt Level 80 erreichen würde. Komm schon, komm schon. Komm schon. Dam, dam, dam. Wie kann eine Maschine glauben, dass sie lebt? Das ist doch lächerlich. Ah, schon Arme und Beine und so. Geil. Entschuldigung, Proctor Ingram. Scheint, als wären die Mark 28 genau richtig. Der Fund war Gold wert. Ich werde mit deinem Team arbeiten, damit gewährleistet ist, dass die Bomben sicher sind, nachdem sie in Primes Rucksack geladen wurden. Das wird allerdings kein größeres Problem sein. Nun, Dr. Lee, ich muss zugeben, ohne dich hätten wir das nicht geschafft. Für Feierlichkeiten ist es noch etwas früh, Proctor Ingram. Wir haben Liberty Prime noch nicht vollständig aktiviert und ich hoffe, dass meine Bemühungen, seine Systeme zu stabilisieren, nicht vergebens waren. Es wird funktionieren. Ich habe volles Vertrauen in die Fähigkeiten aller Anwesenden. Ich weiß das zu schätzen. Proctor? Alle Anzeigen stehen auf grün. Ich glaube, es ist an der Zeit, mit der Stromübertragung zu beginnen. Ich finde, du solltest den Knopf drücken. Ohne deine Hilfe stünden wir schließlich immer noch vor einem Haufen Einzelteile. Es wäre vermutlich besser, wenn ein ausgebildeter Techniker das übernehmen würde. Aber du hast es dir wohl verdient. Und los geht's. Liberty Prime ist online. Okay, lassen wir ein paar Diagnosen durchlaufen. Diagnosebefehl akzeptiert. Lass ihm einen Augenblick, er muss sich an die neue Konfiguration anpassen. Der ist voll krank, der Typ. Online. Test der Audiofunktionalität gestartet. Bezeichnung Liberty Prime Mark II. Mission, die Befreiung von Anchorage, Alaska. Primäre Ziele, alle rot-chinesischen Invasoren. Ich führe jetzt eine Systemanalyse durch und prüfe die Kampfbereitschaft. Vollständige Systemanalyse von Liberty Prime läuft.
Alle Systeme nominell. Bewaffnung scharf. Warnung. Atomwaffenmunitionsvorrat aufgebraucht. Neubestückung erforderlich. Warnung. Energiekern offline. Betrieb durch externe Energiequelle. Neustart des Kerns empfohlen. Fähigkeit, rot-chinesische Invasoren abzuwehren, nicht gegeben. Alle Anzeigen sind auf grün. Von meiner Seite aus sieht er gut aus. Doktor, es wäre gut, wenn du den großen Burschen im Auge behalten könntest. Wenn es dir nichts ausmacht. Ich muss zugeben, ich war mir nicht sicher, ob wir es hinbekommen würden. Aber Liberty Prime scheint zu funktionieren. Energiekern? Was war das, was er da über den Energiekern gesagt hat? Prime ist im Top-Zustand. Aber sein Atomtriebwerk muss neu gestartet werden. Im Moment wird er noch von der Pridwin mit Energie versorgt. Sobald ich das erledigt habe, schicken wir ihn los, um dem Institut in den Arsch zu treten. Bevor du dich an deinen nächsten Auftrag machst, habe ich noch was für dich. Die kleine Schönheit habe ich selbst entwickelt. Wird deiner Power-Rüstung etwas mehr Wumms verleihen. Glaubst du, ich werde es brauchen? Glaubst du, ich werde das Ding bei meinem nächsten Auftrag brauchen? Ich weiß nicht. Aber es schadet nie, gut vorbereitet zu sein. Wie dem auch sei, du solltest jetzt besser zurück zur Pridwin. Ältester Maxon meinte, er müsste mit dir reden, sobald wir hier fertig sind. Und danke, Ritter. Ohne dich wäre das ja alles nicht möglich gewesen. Das stimmt. Blinder Verrat. Okay. So. Ich beende hier mal die Folge, würde ich sagen. Unser schöner Roboter hier. In der nächsten Folge schauen wir mal, was wir tun. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein. Ciao.